Willkommen beim Video des Automagazins Tuning Block, das sich heute der spannenden ultraviolette F77 Mach 2 widmet, einem Elektro-Streetfighter, der bald die europäischen Straßen erobern soll. Diese erste Maschine des indischen Herstellers Ultraviolette, der 2016 gegründet wurde, wird zu einem Startpreis von genau 10.000 Euro angeboten und das inklusive Umsatzsteuer. Die F77 Mach 2 wird mit ihrem aggressiven Naked-Bike-Look sicher einige Blicke auf sich ziehen. Da sie mit ihrer sportlichen Verkleidung von der Seite durchaus wie ein Supersportler wirkt. Während in Indien zwei Versionen dieses Modells erhältlich sind, kommt nach Europa nur die bessere Variante, die dort als Recon bekannt ist. Nachdem Ultraviolette kürzlich die UNESE-Zertifizierung erhalten hat, kann das Bike in Europa auf den Markt gebracht und zugelassen werden. Die ersten Modelle sind bereits auf dem Weg und auf der EICMA im November fällt der offizielle Startschuss für den Verkauf. Zunächst in Deutschland und der Türkei. Die F77 Mach 2 wird also zu einem Einstiegspreis von 990 Euro angeboten. Und da es sich um ein reines E-Fahrzeug handelt, entfällt in Österreich sogar die Nova. Werfen wir einen Blick auf das, was man für diesen Preis bekommt. Die F77 Mach 2 verfügt über einen Elektromotor mit einer Leistung von 40 PS und einem maximalen Drehmoment von 100 Newtonmeter, was sie durchaus mit einer KTM 990 Duke vergleichbar macht. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei beeindruckenden 155 Stundenkilometern. Von 0 auf 100 Stundenkilometer beschleunigt das Bike in etwa 7,7 Sekunden. Das ist solide, aber nicht unbedingt nervenaufreibend. Die F77 Mach 2 bietet drei Fahrmodi: Glide, Combat und Ballistic, die alle ein wenig nach Rennsport klingen. Für die nötige Power sorgt ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 10,3 Kilowattstunden. Ultraviolette gibt die Reichweite mit bis zu 323 Kilometern an, wobei das unter idealen Bedingungen und im ruhigen Gleitmodus möglich ist. Im Ballistic-Modus, bei einem Durchschnitt von etwa 60 Stundenkilometern, schafft das Bike rund 186 Kilometer. Unter realen Fahrbedingungen mit etwas mehr Speed sollte eine Runde von etwa 150 Kilometern machbar sein. Ein kleiner Wermutstropfen ist die Ladezeit. Das Standardladegerät benötigt 5 Stunden, um die Batterie von 20% auf 80% zu laden. Mit dem optionalen Boost Charger halbiert sich die Ladezeit zwar, doch im Vergleich zu den Möglichkeiten heutiger Elektroautos bleibt das recht langsam. Das Fahrerlebnis wird durch den schaltgetriebefreien E-Antrieb besonders komfortabel, da das Motorrad ohne manuelles Schalten auskommt. Zudem bietet die F77 Mach 2 eine zehnfach einstellbare Rekuperation, durch die Energie beim Rollen oder Bremsen zurückgewonnen wird. Zusätzlich lässt sich die serienmäßige Traktionskontrolle vierfach verstellen und ein Zweikanal-ABS von Bosch sorgt für Sicherheit. Ein modernes 5 Zoll TFT-Display mit Connectivity, integrierter eSIM und GPS-Modul ist ebenfalls an Bord, wohl mit Blick auf zukünftige Updates over the air. Was die Hardware betrifft, so basiert der Rahmen auf einer Stahlgitterrohrkonstruktion mit Aluminiumbauteilen. Das Fahrwerk besteht aus einer 41er USD-Gabel und einem Federbein, beide in der Vorspannung verstellbar. Die Bremsen umfassen vorne eine 320 mm große Einzelscheibe mit 4 Kolbensattel und hinten eine 230er Scheibe mit 1 Kolbensattel. Mit einem Radstand von 340 mm und einer Sitzhöhe von 800 mm bleibt die F77 Mach 2 kompakt und leicht beherrschbar. Die Reifen haben vorne die Dimensionen 10-70-17 und hinten 150-60-17, was passend ist für das sportliche Konzept des Bikes. Das Gesamtgewicht beträgt 207 Kilogramm, womit sie zwar schwerer ist als vergleichbare Verbrennermodelle, aber dennoch gut auf der Straße liegt. Ein erfreuliches Extra sind die großzügigen Garantien, die Ultraviolette anbietet. 3 Jahre oder 30.000 Kilometer auf das gesamte Fahrzeug und sogar 5 Jahre oder 100.000 Kilometer auf die Antriebskomponenten inklusive Batterie. Wenn du also denkst, dass dieses E-Bike einige deiner Fragen beantwortet hat, lass uns gerne ein Abo da. Wir freuen uns auf dein Feedback.